Hallöchen Cycling-Fans und herzlich willkommen zurück in der Pro Cycling-Karriere mit Bernardino. Jetzt stehen zwei World Tour-Klassiker an. Erstmal Limburg Green Race und danach Lüttich-Bastogne-Lüttich. Wenn wir hier ein bisschen was reißen können, dann werden wir Stufe 16 durchschlagen, gehe ich mal von aus. Aber weil wir wieder nicht gute Fitness haben und wir bessere Hügelfahrer haben wie wir selber. Ja, die haben wir auch dabei mit Iribar und mit Bu. Ist es wahrscheinlich so, dass wir hier wieder kein Kapitän sein werden. Wir können ja hier mal glotzen, wer alles so dabei ist. Oh, Pogacar, Van Aert, Matthews, Götu, Yates, Roglic, Skelmose, oh, Ayuso hier unten noch. Ja, hier was zu reißen wird sehr, sehr schwer für uns werden. Greetings to all. The profile of the route is a fairly mixed bag, so everybody should find a section to their pleasing. Ja, und damit herzlich willkommen zum Limburg Green Race hier. Unheimlich langes Rennen und wir sollen auch Arbeit leisten. Wer ist denn unser Kapitän? Iribar, ne? Ja, wir sind halt auch schon ganz vorne. Komm, da gehen wir hier in die Arbeit. Auf geht's. Langes Rennen, komm, erstmal mit 35. Erste Angriffe gehen ab. Oh ne, Bu ist Kapitän. Bu greift aber lieber an. Führen die jetzt hinterher? Ich glaube ja. Ey, ist auch ziemlich windig. There's a few riders jockeying for position at the front. Their front group is disorganized and some riders are exploiting this opportunity to attack. Bu wird wahrscheinlich wieder eingefangen. Doch keinen roten mehr. Ja, die beiden da vorne, die sind akzeptabel. Nächsten Angriffe gehen ab. Die hier wollen, denke ich mal, auch alle noch mit. Da zieht Bu sein Team auch schon wieder an. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Die Frage, ob das nicht ein bisschen zu hart in the escape group. Der nah ist. Hier vorne im Wind. Alter, Bora! Ich kann nicht mehr lenken. Der lässt mich nicht mehr durch. Der blockt mich hier komplett ein. Ja, Bu ist nochmal unterwegs. Aber die wurden wieder alle eingefangen. Ich glaube, das sind immer viel zu viele, die angreifen. Hier, guckt euch das mal an, was jetzt hier für eine Gruppe weg will. Das macht Wuts Team doch auf gar keinen Fall mit. Ja, oh, die wurden auch alle wieder eingefangen. Zwei versuchen es nochmal. Was er von Wut macht. Oh, nee, Bu geht nochmal. Wie kann er so blöde sein? Ey, Bu, kannst du vergessen. Lass mich lieber mal die Arbeit machen. Drunter. Ah, wieder ein Angriff. Und da geht's auch wieder an dir vorbei. Genauso wie die jetzt hier. Ey, so völlig durchgeknallt. Ey, jetzt noch einen Angriff zu versuchen. Wenn sie schon am Hinterherführen sind. Breakaway! Ja, auch Bu wieder. Er hat kaum noch Energy und versucht hier wegzukommen. Kann man so dämlich sein, ey. Da muss man schon wirklich echt dämlich für sein. Runterdrehen. So, vielleicht ist jetzt ja mal Ruhe im Karton und wir können hier mal unsere Arbeit fertig machen. Bei so einem langen Rennen. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Bestimmt 40, ne? There's now more than a minute between the breakaway and the pack. Wir haben gerade mal zwei. Ich denke mal, wir werden es nicht lange mitmachen. Und jetzt gleich 3 Minuten drauf. Hey, the brakes was caught in a fall. That's more than 2 minutes separating them. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but
the riders would seem to be okay to carry on. Oh, ein Massensturz. Wir nähern uns in 4 Minuten. Immer noch über 200 Kilometer. Ich glaube bei 50%. Dann drehen wir ein bisschen höher. There's a faller in the pack. A rider is flat on the road. Nur über 5 Minuten. Ja, ich drehe jetzt schon höher. Das werde ich nicht mehr lange mitmachen. Oh, 6,5 Minuten. Ich drehe schon mal auf 45. Bei 7,5 Minuten. Ich denke mal, lange können wir so nicht weiterfahren. 50, 75%. Einer von Wut hinter uns. Nächste von Wut. Kriegen wir es durch hier? Jetzt geht's hoch. Oh, ist der hier an uns vorbeigefahren. Raphael Maika, mach dich weg. Ich muss noch ein bisschen schrubben hier. Ganz klein wenig noch, dann kannst du ran hier. Runterdrehen. Komm, das kann auch nicht mehr weit sein. Mal 100%. Komm. Nein, der zuckt hier, der Bohrer. Lass mich vorne. Ey, 100%. Komm, bist du doch. Ey, Bohrer. Oh, komm. Nee, Bohrer will nicht. Ich muss 65 machen. Jetzt nur noch hier die Abfahrt runter. Nee. Ja, Bora, darf's ran. Schrupp dir hier mal einen ab. Mal langsam schön langsam hier zurückfallen. Da vorne ist Wut. Das ist Pogacar, ne? Ja. Nee, das reicht mir immer noch nicht. Weiter zurück. Ich will hinter Wut. Da ist Wut. Wir sind hier gut platziert. Und dann cutte ich euch das jetzt hier raus. Ich denke mal, hier vorne werde ich euch da wieder mit reinnehmen. So Leute, etwas unter 100 Kilometer nehme ich euch jetzt hier wieder mit rein, damit ihr von diesem Hügelklassiker auch was mitbekommt. Also bis jetzt bei allen Anstiegen sah der Puls von Bernard sehr gut aus. Wir haben zwar halt, ne, bis auf halt Bu, der immer angegriffen hat, am meisten Grün verloren. Aber das liegt ein bisschen an unserer Arbeit. Ne, wie man jetzt hier sieht, es geht bergauf, Puls sieht echt gut aus. So, und kommt jetzt nicht gleich der ganz heftige Anstieg? Oh ja, gleich ist es soweit. Fahren wir die Wand das erste Mal hoch. Einmal müssen wir danach noch fahren, hier hinten. Da ist sie auch so von der Farbgebung her, ist sie ein bisschen heftiger angegeben wie beim ersten Mal. Ja, ist das Ding Sibbergrubbe. Ach nee, warte mal, das ist nicht der, den ich meine. Das ist jetzt auch schon heftig, aber ich meine eigentlich den Kauberg, genau. Der kommt ja erst als nächstes. Das hier war schon mal ganz ordentlich. Puls wieder bei Bernard, super. Der Wind ist zwischendurch mal richtig heftig gewesen. Ist jetzt zum Glück wieder ein bisschen runtergegangen. So, und jetzt kommt der Kauberg. Und da sehe ich es immer so, da ist Potenzial zum Feld auseinanderreißen. Da fahren wir auf jeden Fall mit Punkt hoch. Na, jetzt die Abfahrt runter jachten und dann geht es auch schon rein. Da
Das reicht, denke ich mal. Sogar zu schnell. Können wir ein bisschen runterdrehen, 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 runterdrehen. Ich will ja einfach nur vorne bleiben. Ah, sieht gut aus. So, am besten so, was weiß ich, wieder hinter Pogacar oder so. Ah, das ist mir zu weit vorne. Lass ich mal ein Stück zurückfallen hier. Oh, Wasser ist unterwegs. Das hat auch beim ersten Mal richtig lange gedauert. Das ist zu weit vorne, Werner. Du musst hier in der Wut bleiben. Vor allem, die sind echt krass besetzt. Ne? Sie haben ja hier mit Wut super krassen Typen. Und wo ist er? Ja, da hinten ist noch Roglic. Da ist das Wasser angekommen. Ja, und das habe ich mir halt gedacht. Das Feld wird jetzt immer dünner werden. Mein Team sieht da hinten auch ganz schlecht aus. Die sitzen einfach zu weit hinten. Bei so einem langen Rennen macht sich gleich die Ausdauer irgendwann bemerkbar und dann reißt das ganz schnell auseinander. Jetzt kommt fürs erste Mal ein bisschen einfachere Hügel. Die seppen wir auch mal ein bisschen durch hier. Ist ja hier so eine kleine Welle. Ja, da wird aber der nächste angezeigt. Oh, jetzt ist der Puls schon sehr hoch. Ja, im Moment kann sich Geld nicht entscheiden. Wiederkommen, abhauen, wiederkommen, abhauen. Es geht halt auch immer nur so ein ganz kurzes Stück bergab und dann geht's meistens gleich wieder bergauf. Breakaway at the front. Ey, Wut geht. Können wir natürlich nichts gegen machen. Mitgehen ist keine Option. Demar hinterher. Demar is off. Er zieht an denen sogar noch vorbei, wa? Ja, Demar zieht durch. Kann aber Wut nicht abhängen. Aber da sind auf jeden Fall schon welche dabei, die jetzt, denke ich mal, ihre Energie verbrauchen. Craig Anderson ist auch dabei. Nach vorne sind es auch noch über 3 Minuten. Fahren den auch nicht so richtig hinterher, ne? Der sieht nicht so aus, als wäre die Idee hinterherfahren. Der Abstand ist größer geworden nach ganz vorne. Some riders are being left behind. Checken wir nochmal die Teams da vorne. DSM, Medica, Astana. Die ganzen Teams werden jetzt auf jeden Fall nicht mehr mitarbeiten. Da gehen die nächsten. Gudu. Acceleration by Vlasov. Jetzt wird aber angezogen. Aber richtig. Alte Scheiße. Zack, 18 nur noch in der Gruppe. Und der Abstand hält sich so grob bei 3,20 nach ganz vorne. Wir sind jetzt 34 gerade gewesen, jetzt haben die anderen wieder aufgeschlossen. Ja, ich kann leider nichts machen, weil ich kein Team zum Steuern habe. Alter, der hat mir richtig einen mitgegeben, der Alaphilippi.
Das sind, glaube ich, wieder Angriffe, ne? Immer scheinen hier Bora Fetttempo zu machen. Ja, buh. Gib mir keine Kommandos. Wenn ich mir den so angucke, der hält nicht mehr lange mit. Der Einzige, der hier in der Gruppe bleiben wird, ist Bernard, also wenn der dich auch noch abreißen lässt. Ey, Alter, gib mir doch hier nicht ständig einen mit. Und dieser Bora-Fahrer, der zieht mich mit zurück. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Schön bergauf hier. Und ich würde sagen, jetzt ist Boo bestimmt gleich weg. Spätestens nach dem Anstieg, der jetzt kommt. Den wir auf jeden Fall mal wieder mit Pump fahren. Da kommt auch... Ja, danke! Wie er sich hier vor mich setzt. Und wie schön blockt. The current pace is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Ist er immer noch dran? Jetzt kommt gleich wieder der Gauberg. Oder? Ja, erstmal noch der andere Steile vorweg. The pace is so high that a few riders are going to be very sore at the end of the day. Oh la la, das Tempo ist aber auch hoch, ey. Da muss man ja aus dem Sattel, Alter. Da haben wir mehr oder weniger alle wieder. So, jetzt erstmal den hoch. An attack is launched. Du gibst mir überhaupt gar keine Kommandos, du kannst nichts. Wir sind ja auf jeden Fall mit denen dabei. Ja, jetzt gehen die nächsten Angriffe aus. Wie viele gleich, Alter. Da wird bestimmt keiner mehr hinterherführen. Acceleration by Matthews. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Irgendwie dranbleiben. Benoit führt hier. Das heißt doch bestimmt, Wut ist in der Gruppe, oder? Naja, Wut kann ich hier vorne nicht sehen. Ja, ja, ja. Danke für nichts, du Dreckiger, ey. Ey, meine Fresse, wie ich das hasse, Alter. Das hat auch mit Radsport nichts zu tun. Jemand, der zurückfällt, der einen nach hinten zieht. Ja, ihr Nächste, von Bora. Dass ich dadurch immer alles für Energie verliere, ey. Wahrscheinlich hätte ich Rot noch voll, wenn sowas nicht passieren würde. Da bricht Wut zusammen anscheinend. Die sind ja alle fertig. Oh, wieder der Gauberg. Sind mit dabei. Attack by Pogacar. Führen wieder welche. We've got 15 kilometers to the finish line. Um 27 in der Gruppe hier. Drei vorne weg. Ja, da wir kaum noch gelb haben. Also gewinnen werden wir hier nicht können. Aber vielleicht können wir uns einigermaßen platzieren. Kommt auch kein so richtiger Anstieg mehr. Ja, das, was jetzt noch kommt, das ist nichts Dickes mehr. Da sind die anderen hier, denke ich mal, deutlich im Vorteil. Ah, naja, wenn man bedenkt, wie viele Blocks ich auch abbekommen habe. One of the motorcyclists says that a rider is down. Apparently, he didn't interfere with the race.
Watch out! A team leader is falling behind! Attack by Maduas. Der hat auch eine kleine Lücke gerissen. Da sind wir fertig. Können wir den hier nochmal, wenn ich über den Hügel mit rüberkomme, wenn es irgendwie geht. There are just 5 kilometers left. Ist doch ein bisschen zu hart für uns, das Rennen hier. Vor allem, wenn wir auch Arbeit leisten müssen halt, ne? Isagir, Bade, McNulty. Ja, so richtig Sprinter sind das alles nicht. Skelmose. Matthews ist auf jeden Fall einer. Ich hänge mal hinter Matthews ran. Ein bisschen Rot kommt wieder. Ja, ja. Wie immer. Der, hinter den ich mich hänge, der lässt zurückfallen. Das ist ja leider oft so. Jetzt zieht Matthews durch, aber da können wir halt nicht dranbleiben. Weil es hier viel zu voll ist. And it's a solo victory for the French Valentin. Der hat mir auch nochmal einen richtigen Schlag mitgegeben, ey. Da zieht er uns vielleicht noch an Ilie vorbei. Nicht mal Top 20. The riders bringing up their rear have made it through sheer willpower. Dafür wird es keine Punkte geben. Real strength sapper. Da kommt Wut erst. Also Wut haben wir auf jeden Fall geschlagen. Da kommt mein restliches Team. Da hinten kommt erst der Boo. Und für den sollten wir fahren. Naja. Ich sag dazu nichts mehr. Der Manager ist halt einfach ein bisschen besoffen. Tja, tatsächlich Manua mit seinem letzten Angriff hat das hier gerissen. Kommt ihr aber mit großen Schritten ran. Jetzt sind wir irgendwo. Da. Nun gut, hier hat es schon mal nichts gebracht. Besten Wasserträger kriegen wir nicht. Für unsere Platzierung werden wir nichts kriegen, denke ich mal. Also gibt's nur für die Arbeit ein bisschen Punkte. Oh, dann schaffen wir es wahrscheinlich doch nicht bei Lüttich. Auf die Stufe 16 zu kommen. Ja, wir haben auch nur ausgezeichnet eingefahren. Das war aber auch schon schwer genug. So, aber bis zu Lüttich sollten wir ein bisschen fitter sein. Da gehen wir auch direkt drin. Ja, und unsere Ermüdung ist halt auch schon wieder bei 27%, ne? Also, ich weiß nicht, ey. Vor allem hier haben wir dann 2 A-Ziele hintereinander. Ob dann diese eine Erholung reicht? Ich glaube, ich werde mir dann hier noch eine reinknallen. Aber jetzt kommt erstmal unser erstes Monument hier. Lüttich, Bastogne, Lüttich. Und wir werden wieder Arbeit leisten müssen. Gehe ich mal von aus. Bin mal gespannt, ob er diesmal so schlau ist und wenigstens Biscara jetzt zum Kapitän macht und nicht wieder irgendwie Bu oder diesen Iribar, weil der Biscara ist eindeutig besser. So, da werden wir wieder nicht auftauchen. Das sind einfach zu viele super krasse Fahrer dabei. Boah, das hier ist schon mit so das Who des Who. Jo, da gehen wir rein und gucken mal, ob wir wieder Arbeit leisten müssen. Ladies and gentlemen, welcome. It's an undulating route, so it will be a tactical race. The race will take place under a bright sun. Und damit herzlich willkommen zur Doyenne Lüttich Bastogne Lüttich, dem ältesten Straßenrennen der Welt. Wir sollen Arbeit leisten, habe ich mir halt schon gedacht. Wir haben mal plus 3 eingefahren. Ich mache hier keine Arbeit. Ich scheiß da drauf. Ich habe hier plus 3, also ich habe hier wirklich echt Chancen, was zu reißen. Wenn ich mir schon sehe, wie weit hier meine Werte nach oben schießen. Ja, da können wir starten.
Definitiv aus unserem Team der absolut stärkste. Selbst wenn der andere am Hügel mehr hat wie wir, der wird mit uns nicht mithalten können. A surprise attack! He's probably just trying to force his teammates away from the bunch. So, da ich keine Arbeit mache, Bernard hier fürs Erste. Alter, jetzt fällt er auf einmal so übel zurück. Aber er sitzt hier gar nicht so schlecht. Komm, da gehen wir rein in die Action. Alter, die sind schon alle hier am Keuchen. Einer von uns mit dabei, mit Asparin. So, dann gehen wir mal in die andere Action-Cam. Die nächsten unterwegs. Boah, dass wir plus 3 haben, das ist ja echt nice, ey. Ja, und also... Hier gibt es so mehrere Stellen, wo man angreifen könnte. Ich denke auch mal, die Top-Favoriten werden es wieder relativ früh versuchen. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Da geht aber noch mal jemand. Den verfolgen auch gleich noch welche. Attack by Davide Cimolai. Ja, einer konnte sich wieder lösen. Der Rest darf nicht. Schauen wir mal, ob noch was abgeht. Sieht schon jetzt recht gemächlich aus. Wir mal in die Inno-Cam. Und ist wieder Bruder Kapitän. Also nicht wirklich, ne? Da geht tatsächlich noch einer, oder? Nee, der ist nur so nach vorne gefahren. The lead rider is now more than 2 minutes ahead of the peloton. Ja, da würde ich mal sagen, ich cut euch das jetzt hier raus und hier, wo es dann in die richtigen Zacken, die zackigen Hügel reingeht, da nehme ich euch dann wieder mit rein. So Leute, da nehme ich euch jetzt wieder mit. Das Ausscheidungsfahren kann gleich beginnen. Jetzt wird das Rennen richtig brutal. Ich habe mich natürlich wieder bei Wut platziert. Und wen Wut alles so dabei hat, das ist schon übel, ne? Also Van Baarle führt hier mit. Vingegaard hat er dabei, ja, das ist Wut persönlich, dann ist hier irgendwo noch Roglic, hier ist Benoit, der ist auch richtig gut. Hat er Roglic jetzt schon in die Führung gesetzt? Auf jeden Fall Jumbo extrem krass besetzt. So, jetzt geht's den ersten richtig steilen Hügel nach oben. Die waren zwischenzeitlich auch fast 9 Minuten weg, die Ausreißer. Jetzt noch etwas über 4. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Das sieht pulsmäßig im Moment noch sehr gut aus. Jetzt unter 4 Minuten der Abstand. We're starting the last third of the race. Fahr wieder zu Wut. Wir wollen ein bisschen quatschen. Na Wut, alles gut? Und gleich rein in den nächsten. Jetzt Bernard hier so ein bisschen stehen geblieben. Ja, er hier. Hat er wieder wie ein Magnet dran festgesessen. Und zack, fährt er wieder nach vorne. Ja, Bob, der war auch auf uns angesetzt. Konnten wir aber ausweichen. Auch hier sieht der Puls super aus. Guckt euch mal den Unterschied zum anderen, zum Rest des Teams an. Also sie fahren hier auch recht gemächlich hoch. Sieht zumindest so aus. Jetzt mal leicht gelb der Puls hier bei Ino.
Wir haben auch super überstanden. Drin in die Abfahrt. Und erstmal Wut hinten reingefahren. So, jetzt kommt schon Rot. Eben gerade war ja noch Orange. Erstmal hier die Abfahrt runter, ja, man sieht's da schon. Wie es da nach oben geht. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. 14-4. A fall has just happened in the peloton. Several riders are on the ground. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Das, habt ihr das gesehen? Scheiß Ayuso, ey. Oh, the pace is too hot for certain riders. Ja. Wir sind mehr oder weniger wieder da, wo wir waren. Oh, wir haben kein Wasser mehr und auch kein Teamkamerad mehr hier drin. Weil sie immer einfach viel zu weit hinten fahren. Die werden auch nicht mehr rankommen. Ich glaube, ich hole mir erst nach dem nächsten Hügel das Wasser. Die sind schon anderthalb Minuten abgehängt. Die kommen hier an uns nicht mehr ran. 23 Leute nur übrig geblieben nach dem Hügel. Jetzt haben sie es unter eine Minute gedrückt, den Abstand. Was will der von Jumbo da? Scheiße, dass wir uns jetzt selber Wasser holen müssen. Das macht der Manager halt auch immer zu ganz blöden Zeiten. An irgendwelchen krassen Hügeln oder Bergen schickt er auf einmal die Leute los, anstatt das so zu planen, dass man es irgendwie ein bisschen vorher macht. Oder eben aber, selbst wenn das Wasser alle ist, den Hügel oder Berg erstmal durchziehen und dann Wasser holen. Jetzt sind sie wieder dran. Macht sich aber auch kein Neuer auf dem Weg, Wasser zu holen. Da geht's auch schon wieder hoch. Alter, Pogacar. Ja, Pogacar, danke. Guck mal, wie weit die jetzt weg sind. Jetzt ist Wasser wieder unterwegs. Viel zu spät wahrscheinlich. Jetzt sind die hier rausgefahren. Die greifen an, ne? Oder? The gap is widening. It's now over 2 minutes. Der das Wasser holt, ist fertig. Its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Oh Mann, ich krieg immer wieder einen Block ab. Und wie hier. Scheiß Südafrikaner, ey. Holt denn hier das Wasser? Er hier, ne? Immer noch 3,5 Minuten nach vorne, ey. Uh-oh, the pack seems to have woken up and now they're gaining ground. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Tja, hätte ich mir das Wasser mal geholt, als die Chance da. Ich hab grad Wasser bekommen. Alter, krass. Wie weit ich jetzt zurückfalle? Ja, danke, ja, du hast mir wieder einen mitgegeben, ey.
Das ist so lächerlich. Jetzt darf ich mich wieder nach vorne arbeiten, ey. Verliere nur Energie durch diese Blocks. Things are heating up in front. Das gibt's doch gar nicht, ey. Hier, bam, wieder von Pogacar einen mitbekommen. Ey, das gibt es einfach nicht. Hier, der da, der ist schon wieder auf uns angesetzt. Güdü. Breakaway. A rider just launched an attack. Gelb ist gleich wieder. Wieder einen Schlag abbekommen. Das kann's alles nicht sein. Das kann's alles nicht sein, ey. Ja, wieder, ey. Ja, lassen mich alle nicht durch, ey. Ach, Menno, ey. The riders are in a portion above 10%. Attacked by Pogacar. You see that? Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. On the faces at the back of the peloton. There's a growing number of riders left behind. Auch viel besser platziert, wenn ich die ganzen Schläge nicht abbekommen hätte. Wir sind hier mit dran. Und sie wollen alle nicht fahren. Kurz mal selber einen Angriff gemacht. Ich komme ja an den Bora-Fahrer. Alter, ey. Warte doch auf den nächsten hinter dir. Kann man so dämlich sein? Ja, geil. Helfen auch nicht mit. So, doch, ein paar helfen jetzt mit. Ein paar sind trotzdem rot. Naja, kann sein, dass sie einen vorne haben. Jetzt wollen sie wahrscheinlich wieder angreifen, oder? Ach Leute, das bringt doch überhaupt nichts, dieses Angreifen. Acceleration by Wout van Aert. Wahrscheinlich wäre ich hier vorne sogar mit dabei, wenn ich die Blocks nicht abbekommen hätte. Ja, Winge. Ne, es ist Skelmose. Da kommen wir vorne nicht mehr ran. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und man sieht es ja, sonst würden hier die Führenden angezeigt werden. Sie wollen nicht richtig mitarbeiten auch. Bardet greift anscheinend lieber an, so wie es aussieht. And they keep on attacking. Anyone that's low on gas definitely won't be able to keep up. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Das kostet zu viel Energie. We've got 15 kilometers to the finish line. Wir sind dran. Watch out, a team leader is falling behind. Und greifen hier mal an. Wir sind alleine unterwegs.
Ich glaube nicht, dass wir da vorne noch rankommen. 40 Sekunden aber auf jeden Fall zu denen hinter uns. Da, wo wir uns aufhalten, wäre für uns eine super Platzierung. Gleich noch 10. There's now just 10 kilometers left. Und es geht gleich ein bisschen bergab. Jetzt die Stromlinie rein. Ich ist gelb weg. Rot meine ich. Gelb ist schon weg. Ist mir egal. Ich ziehe hier durch. Ja, 89. 5 Kilometer to the finish line. Den nochmal rein hier. Der kommt tatsächlich an die doch fast ran, ey. Wir sind dran. Alaphilippi. Oder doch lieber Wut, ey. Ich weiß es nicht. Also wegkommen tun wir auf jeden Fall nicht mehr, weil wir kein Geld mehr haben. Wenn ich jetzt wüsste, wer von den beiden noch stärker ist, ey. Komm, bei Wut tut gut. Tja, Sprinten können wir uns wahrscheinlich sparen. Was ist jetzt los? Da geht doch aber welche. Hier, Gudu. Attack by Nielsen Paulus. Der greift doch mal an. Ich weiß nicht, ob Pogacar noch kann. Gudu gegen, der zieht uns ein bisschen mit rein. Zieh du uns noch mit rein. Ist das Top 10? Wenn jetzt keiner von hinten kommt, müssten wir Top 10 sein. Jawohl, wir haben sie in die Top 10 geschafft bei unserer ersten Teilnahme bei der Doyen. Leider durch halt ganz viele Blöcke, sage ich mal so. Also unter Umständen, wenn ich bei denen vorne mit dabei gewesen wäre, hätte ich hier vielleicht am letzten Hügel angreifen können und hätte das Ding vielleicht sogar gewonnen. Und natürlich, naja, wenn man Beschützer bekommen hätte, ne? Aber der Manager hier von Euskartel, der mag nur Spanier, glaube ich. Das sehe, wo die hier alle reinkommen. Und wir fahren als jemand, der eigentlich Arbeit hätte leisten müssen, hier auf Platz 10 rein. Ja, schade, schade, hat nicht sollen sein. Aber ich denke mal, dafür, dass wir keine Beschützer hatten und dafür, dass wir eben wirklich sehr, sehr viele Blöcke kassiert haben am Ende des Rennens, haben wir uns hier echt gut geschlagen. Da ziehen die beiden nochmal durch. Aber sie haben gegen Wut keine Chance. Schönes Ding für Wut hier. Also mit Platz 10. Ich bin ganz ehrlich, da musst du doch ein paar Punkte raushauen. Ja, 15 Punkte. Ganz genau 300 Punkte voll bekommen. Manager ist 100% zufrieden. Ja, meine Arbeit war schlecht, ne? Manager, hier wird vielleicht eine 1 stehen, wenn ich das hier nicht gehabt hätte, sondern Kapitän gewesen wäre. So, wir haben Stufe 16 endlich erreicht. Und bei Stufe 17 wird dann auch erst die Tour de France freigeschaltet. Ist das nicht im Manager 22 bei Stufe 15? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, auf jeden Fall sieht man jetzt hier schon, dass das mit dem Potenzial nochmal pushen etwas gebracht hat.
Beim letzten Mal, wenn wir Etappenrennen genommen hätten, da ist, wäre das hier nur ein hochgegangen und er hier ist auch nur ein hochgegangen beim Zeitfahren. Da bekommen wir jetzt jeweils zwei, das ist schon mal ganz nice. Und wir schießen jetzt hier drei Werte auf 80. Also Berg 80, Ausdauer 80 und Regeneration auch 80. Ich will nur mal die anderen kurz durchgucken. Das ist halt ähnlich, nur dass halt Zeitfahren weg ist. Ja, und hier will man gerade mal so eben einen auf Kopfsteinpflaster bekommen. Wir nehmen ja selbstverständlich Etappenrennen und sind jetzt am Berg zumindest schon mal auf 80. Sehr nice. Das ist eingesackt. Bei den Fähigkeiten. Mehr Punkte brauche ich eigentlich nicht. Wir fahren schon ziemlich viele Rennen. Ich glaube, ich gönne mir mal den ersten Willenskraftbonus. Dann haben wir zwei Boni hier schon mal für die Saison. Komm, das ist auch entschieden. Haben wir genommen. So, dann hoffe ich, dass ihr wieder euren Spaß hattet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis dann. Ciao.